Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute unboxen wir Aliens Colonial Marines in der Collector Edition. Das Spiel erscheint heute am 12.02. Manche hatten es schon am Wochenende und ich habe meins bei Amazon bestellt. Ich hätte es mir lieber bei der Spielgrotte bestellt, der hätte es schneller bekommen und billiger. Aber so ist das Leben. Mal gucken, wie ich das jetzt mache, weil ich kann, das reflektiert so die Verpackung. Und ich weiß nicht, ob ich dann alles lesen kann. So, machen wir mal den Dings ab. Das ist der Karton. So. Da ist diese Figur, aber zeige ich euch gleich nochmal. Seht ihr, man kann kaum was lesen. Aber, ich meine auch sehen. Aber dazu mehr gleich. So, hinten auf der Verpackung steht: Das ultimative Aliens-Erlebnis. Nach den Ereignissen der legendären Alien-Trilogie werden die Colonial Marines auf Rettungsmission zum Planeten LV-426 entsandt, gefangen zwischen den gefährlichen Alien-Spezies im Universum und dem skrupellosen Wheeland-Yutani-Konzert werden die Jäger zum Gejagten. Die Aliens Colonial Marines Collector Edition ist das ultimative Aliens-Erlebnis mit einem ganzen Arsenal an Ingame-Inhalten sowie einem inklusiven USCM-Trainingspaket werden sie zum Colonial Marine. Besiegen sie die Angst. Collector Edition umfasst 4 Filmcharaktere: Hicks, Apon, Hudson, Drake. Übrigens Flammenwerfer, Marine anpassen, USCM Academy Schießplatz, Phasen-Plasma-Gewehr, elektronische Schallgranaten. Und ja, eine Menge anderer. Ich zeig das jetzt eh. Also drauf gepicken. So, der Karton, der ist normal. Also jetzt nichts Besonderes. Na, so. Mal essen. So, ist noch so ein Schutzding drin. Kriegen wir es raus. Dann holen wir erstmal das Spiel raus. So, einmal das Spiel. Kriegen wir es auch. Kriege ich schon ein Messer. So. Ja, ja. Also das Spiel soll ja nicht so gut sein. Viele finden es ja eher Durchschnitt. Das habe ich mir aber schon gedacht, dass das Spiel nicht so gut sein soll. Aber ich denke mal, so ein Koop-Modus oder Deathmatch oder was man da machen kann, ist es gut. 100% Anklang inklusive Bonusinhalte, habe ich ja schon gesagt. 4 Charaktere, bla bla bla. Benutzer Smart Guns, Bewegungssensoren, Flammenwerfer im ultimativen Aliens First Person Shooter. Übergangslose Kinoreife Solo und 4 Spieler Drop-Out-Koop-Kampagne. 2 einzigartige Arten zum Spiel, tödliche Aliens oder kleinharte Marines. Erlebe die nackte Angst und jage deine Feinde durch 4 epische Modi. Xbox 1-2 Spieler, Kooperationsmodus 2 Spieler, Systemlink 2-4 Spieler, E80KB, HDTV 720 bis 1080 Spieler, Dolby Digital Unterstützung, Xbox Live, Online Multi 12 Spieler, Kooperation 2-4 Spieler, Zuschauermodus, Bestenliste, Chatfunktion. Das mache ich gleich auf. Die Diss, wie ich gehört habe, die sieht cool aus, finde ich. Die PS3-Version hat ein In-Labeled, die Xbox-Fassung nicht. Dann haben wir hier Codes für die Ripley's Flammenwerfer und für die Marines und für die Charaktere aus dem Film. Die Karte ist wie so eine, die Anleitung ist wie so eine, ist ein Faltblatt. In Farbe, nichts Besonderes, aber alles besser als das EA uns da vorlegt. Ja, das war dazu. Bin wieder ordentlich hektisch, habe ich so ein Gefühl. Habe eigentlich schon genug Zeit, um euch alles in Ruhe zu zeigen. So, mal gucken, wie ich jetzt die Figur rauskriege. Ich mache mal da. Die Granaten und das Gewehr. Das Coole ist, das Inlay-Bild, was hier drin ist, das kann man raus und sich dann auch in die Vitrine stellen. Und dann sieht das schon viel cooler aus. Also vielleicht erkennt man ein bisschen. Also es sieht schon geil aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier so einen Umschlag. Geheim steht da unten. Und ja, wie kriege ich das jetzt auch ohne den Aufkleber kaputt zu machen?
Hab's geschafft. So. Da haben wir auch, jetzt gehen wir ein Schimmer weg, da haben wir einmal die USCM Multi-Patches, oder Militär-Patches, genau das war das. Schön, nette Beigabe. Dann ein Foto, LV426 Headless Hope Primate oder sowas, das sind die Alien-Eier. So lieg ich mal dahin. So liegt das mal alles irgendwie so irgendwie schöner hin. Das sieht ja wieder schrecklich bei mir aus. Jetzt geht meine Stimme weg. Hört man das? Ist ja grauenvoll. So. So, machen wir mal Platz. Ganze Folie weg. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist das Briefing. Auch alles schon auf Deutsch. Dann haben wir hier so einen Bauplan von dem Raumschiff, glaube ich. Das erinnert mich ein bisschen an Halo 4. Ne, ist vom Gewehr, glaube ich, ja. Ja. Steh für dein Land ein. Und dann haben wir hier noch so ein. Hiermit bestätige ich, dass sich die Ausbildung der Colonel Marines Academy erfolgreich durchlaufen mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Datum muss man noch hinschreiben. Major General Gale Bay Headrock, befehlshabender Offizier der Colonel Marines Officer Award Schule. Jo, das war's alles. Ich mach jetzt mal einen kurzen Schnitt und mach das mal ein bisschen ordentlicher, dann seht ihr, wie das besser aussieht. So, jetzt seht ihr das nochmal alles. Also da haben wir den Bauplan, dann die DLC-Codes da. Also einmal die Charaktere und die Gewehre und die Flammenwerfer und dann für die Bombe und ja. Und den Schießplatz, dann das Spiel, dann die, wie heißt es, dass ich habe die Schule der Marines bestanden habe, die Aufdrucker, den Briefing Brief, das Foto, die Werbung da und natürlich auch die Figur. Sehr schön gemacht. Auch ziemlich schwer. Also finde ich schon cool. Ist echt eine gute Edition. War jetzt zwar ein bisschen teuer bei Amazon, aber naja, immerhin habe ich sie jetzt. Und ja, ich freue mich genau. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte auch das Gefühl, war wieder ein bisschen hektisch oder ich war hektisch. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.